Ich denke, dass für viele von uns, für alle von uns, Meere und Ozeane erst einmal eine große Faszination, Aufregung, Naturerlebnis sind, dass wir damit auch literarische oder filmische Erlebnisse verbinden, dass es aber auch einen ganz praktischen Nutzen, eine ganz praktische Bedeutung für viele Bereiche unseres Lebens hat und natürlich auch als Wirtschaftsraum, über den transportiert wird, über den man sich hinweg bewegt. Und das Ziel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist es, mit diesem Wissenschaftsjahr zu zeigen, was für Beiträge Wissenschaft und Forschung leisten können, damit wir in diesen Bereichen die Ozeane und Meere nutzen können, wie wir sie gleichzeitig schützen können, wie wir das, was wir noch nicht wissen, entdecken können und damit alles in eine gute Balance bringen und damit auch einen Beitrag leisten können, um mit den großen Herausforderungen der Zukunft, die sich auch ganz wesentlich bei der Art und Weise, wie wir mit dem Meer umgehen, bewähren müssen, dass wir darauf kluge, neue, intelligente Antworten finden. Das soll möglichst mit diesem Wissenschaftsjahr deutlich werden. Mir ist ganz wichtig, dass die Menschen, egal ob sie nun im Inland wohnen oder an der Küste wohnen, verstehen und noch ein bisschen klarer sehen, dass der Schutz und der Umgang mit dem Meer nicht erst an der Küste, nicht erst auf den Schiffen, nicht erst aus dem Ozean beginnt, sondern bei ihnen direkt vor der Haustür.